Ich grüße euch, liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Wir treffen uns heute wieder mit dem Josef Schöftenhuber. In der ersten Sendung, die wir heute aufzeichnen wollen, geht es wieder um ein paar Finanznews. Was ist am Finanzmarkt los? Da geht es also auch hauptsächlich für die Privatleute. Und wir werden heute noch eine Sondersendung machen zum Thema Insolvenzrecht und was da eigentlich die wirklichen Empfehlungen sind. Das heißt, diese Sendung wird ein bisschen später kommen, denn es ist mitnichten so, dass Unternehmer hier die Insolvenzverschleppung, die seitens des Staates empfohlen wird, auf jeden Fall mitmachen sollten. Da gibt es dann auf jeden Fall nächste Woche nochmal gute Infos für euch. Josef, ich grüße dich erstmal. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo Patrick, danke wieder einmal für die Einladung und auch herzlich willkommen. Die Intervalle unserer Interviews werden ja immer kürzer. Das ist wahrscheinlich auch dem aktuellen Tempo der Entwicklungen geschuldet, die hier momentan im Hintergrund ablaufen. Ja. Würde ich auch so sehen. Wir haben sehr viele Rückmeldungen ja bekommen, ob wir das nicht ein bisschen häufiger machen können, da auch viele Privatleute sich natürlich für dieses ganze Thema interessieren. Wie kann ich mein Vermögen in Sicherheit bringen? Geht das überhaupt noch? Welche Möglichkeiten habe ich? Wir hatten ja in den letzten Sendungen auch nochmal die Lebensversicherung etc. angesprochen. Und wir wollen aber das ein bisschen tatsächlich so etablieren, wie so ein Finanz-Newsletter, nur halt in digitaler Form, würde ich sagen. Und dann würde ich einfach sagen, legen wir doch mal los. Was gibt es denn Neues seit unserer letzten Sendung? Da hat sich ja wieder, wie ich das sehe, ja einiges getan. Ja, der Standard ist letztendlich der gleiche geblieben, nur es beschleunigt sich. Die ganzen Gelddruckorgien der Zentralbanken, die nehmen also so richtig Fahrt auf. Und wenn du zum Beispiel das ganze Inflationsgeschehen, die Gelddruckorgien, die Goldpreisentwicklung, wenn du diese Grafiken, diese Charts über die Charts von 1918, 1919 und 1920 legst, auch den Chart von der aktuellen Börsenentwicklung, dann siehst du da ganz tolle Parallelen. Also das läuft genau gleich wie in Richtung Währungsreform 1923. Die ganzen Charts, die sind fast deckungsgleich und das sollte doch dem einen oder anderen zum Nachdenken anregen, was hier auf uns zurollt, das kann man sich dann an den 10 Fingern abzählen. Ja, mehr als ein bisschen Gedankenanregung, jetzt sieht man mich glaube ich nicht jetzt wieder, mehr als Gedankenanregen können wir ja auch gar nicht machen. Es soll ja eigentlich ein Angebot sein, um so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, denn wie du schon selber sagst, die Nachrichten, das überschüttet sich eigentlich jeden Tag, irgendwelche neue Horrormeldungen. Wir hatten jetzt ja zum letzten Mal die Geschichte nochmal mit den Versicherungen, ja, also wie viele da schon auf der Kippe stehen. Gibt es denn aktuell an den Aktienmärkten, wie du schon dachtest, wirklich Beobachtungen, wo man sagt, oh, hier muss man Obacht geben, mal abgesehen jetzt von den Charts? Ja, ganz aktuell ist ja wieder die Entwicklung mit SAP, also hier ist das nächste Unternehmen, das hier zerstört wird und wir gehen davon aus, dass der geplante neue Lockdown jetzt, egal wie die den bezeichnen, ob Lockdown Light oder egal wie, es wird auf alle Fälle wieder zu einem massiven Börseneinbruch kommen, der den im März, April, ich denke, weitgehend in den Schatten stellen wird. Und hier sollte man also aus dieser Anlageklasse Aktien unbedingt rausflüchten, um hier massive Verluste zu vermeiden. Also es wird nicht so sein, dass die Unternehmen zusammenbrechen, keinen Gewinn mehr schreiben und die Börse wieder steigt. Also das durchblickt auch mittlerweile der Letzte, dass das keinen Zusammenhang mehr hat. Also hier gibt es nur den Ratschlag, bevor jetzt diese zweite Welle anrollt, rauszuflüchten aus den Aktienmärkten, wenn noch Gewinne da sind, die einfach mitnehmen und ja, mehr kann man nicht empfehlen. Wir haben auch hartgesottene Anleger, die sagen, ja, das wird ja wieder alles gut und das erholt sich ja wieder. Die haben noch nicht begriffen, dass der DAX von A bis Z komplett durchmanipuliert ist und hier uns nur die heile Welt vorgespiegelt wird und vorgespielt wird. Hier gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn jemand unbedingt in seinen Aktienwerten drin bleiben will, also Empfehlung unsererseits, wenn er es wirklich darauf anlegen will,
dann soll er sich eine Marke setzen, beispielsweise ein Verlustszenario von 15%, das er noch in Kauf nehmen will, und dann seine Aktien- und Fondspositionen nach unten absichern mit der sogenannten Stop-Loss-Linie. Ja, dann verliert er noch 15%, aber wenn es noch weiter runter geht, ist er nicht mehr betroffen, weil dann die Maschine automatisch verkauft. Also das wäre unsere Empfehlung für die, die unbedingt an ihren Aktieninvestments hier festhalten wollen. Zieht hier bei 10-15% minus vom jetzigen Stand weg eine Stop-Loss-Linie ein oder lasst die einziehen über den Broker, und dann kann man zumindest weitere oder größere Verluste begrenzen. Ja, ich hatte die Woche übrigens auch gelesen, das fand ich ganz interessant, da wir ja mittlerweile seit über 3 Jahren darüber aufklären, dass auch die Bundesregierung mittlerweile Zwangshypotheken in Kauf nimmt beziehungsweise auch in Planung hat. Das wird dir ja sicherlich auch nicht entgangen sein, ne? Nein, da ist ja, ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon kurz erwähnt oder bei meinem letzten Vortrag habe ich das aufgedröselt. Am 9. April war ja hier die Vorgabe wieder im Deutschen Bundestag, wo also ganz neu aufgelegt wurde, das Lastenausgleichsgesetz, und das auch von allen Anwesenden für gut befunden wurde. Hier wurde auch speziell auf den Immobilienbereich eingegangen. Also hier kann man dann die sogenannte Vermögensabgabe auf die Immobilie auch über 25, 30 Jahre strecken. Also genau das wir schon hatten 1923 und 1952 mit dem Lastenausgleich, das wurde auch hier wieder neu etabliert und kann jederzeit bei Bedarf gestartet werden. Ich muss mich da tatsächlich gerade korrigieren, du hattest vollkommen recht. Es ging gar nicht um die Zwangshypotheken, sondern um generelle Enteignungen. Das war der Artikel. Verzeihung bitte. Ja. Generelle Enteignungen sind ja sowieso laut Artikel 14 Grundgesetz jederzeit machbar. Zum Wohle der Allgemeinheit kann also hier alles enteignet werden. Das beinhaltet schon der Artikel 14 des Grundgesetzes. Und ja, also hier ist alles hergerichtet und vorbereitet für die komplette Enteignung. Und diese ganze Entwicklung, die ja weltweit abläuft, wird mit der größten Wucht wird davon die deutsche Bevölkerung getroffen werden. Also hier konzentriert sich alles, hier konzentriert sich alles auf Deutschland letztendlich, und hier werden die Schäden am größten ausfallen. Bevor wir nochmal auf den tatsächlichen, auch aktuellen Lockdown im Inntal eingehen, da möchtest du ja auch noch ein paar Sachen zu sagen. Habe ich noch eine Frage aus unserer letzten Sendung, hat uns eine Frage erreicht. Wie die meisten ja wissen, kümmerst du dich und deine Partner sozusagen um das Thema Gold anlegen und das Ganze in Liechtenstein im Zollfreilager. Und da war die Frage, ja, was ist denn eigentlich, wenn die Staaten das überhaupt Goldkauf verbieten? Wie geht man dann mit dieser Situation um? Wie würdest du nur auf so eine Frage antworten? Das ist ganz einfach. Es ist unserer Meinung nach wird ein Goldverbot, wie es schon in der Vergangenheit in Amerika, auch in Deutschland teilweise gegeben hat, wird in dieser Form nicht mehr eingeführt werden. Denn der Staat braucht massiv Geld, hat massiven Geldbedarf. Und hier ist es einfacher, den gesamten Handel der Edelmetalle einfach mit dementsprechender Besteuerung zu belegen. Dann bleibt das Ganze im Umlauf und der Staat kann sofort Einnahmen generieren bei jedem Edelmetallkauf oder Verkauf. Das ist wesentlich einfacher, auch einfacher zu praktizieren, umzusetzen, als ein Goldverbot auszusprechen. Ja, es hat nicht mal in Amerika das Goldverbot den Großteil der Leute interessiert. Es haben nur etwa 23% der Goldbesitzer ihr Gold tatsächlich abgeliefert. Die waren also schon so staatshörig und haben es abgeliefert. Die anderen haben das vergraben oder haben es im Ausland verkauft. Die hat es nicht interessiert. Also solche Dinge gehen weitgehend immer ins Leere. Das Einfachste ist ja einfacher, dementsprechende Besteuerung draufzusetzen. Dann werden sofort Einnahmen generiert. Sollte wirklich ein Goldverbot ausgesprochen werden, betrifft ja das nur immer regional, zum Beispiel die ganze Eurozone oder Deutschland. Ja, wenn heute Deutschland ein Goldverbot ausspricht, dann kann Deutschland das Goldverbot oder das Edelmetallverbot nicht für andere Länder, zum Beispiel für Liechtenstein, aussetzen. Die interessiert das überhaupt nicht, was hier Deutschland für das eigene Territorialgebiet, wenn es denn ein solches gibt, tatsächlich beschließt. Ja. Sondern dann sind die Metalle hier im Hochsicherheitslager in Liechtenstein verwahrt. Und
Du kannst das Ganze zurückmobilisieren über einen sogenannten Verkaufsauftrag. Das heißt, du brauchst also mit den Metallen selber nicht hantieren oder die nach Deutschland holen, um die hier umzutauschen, sondern du gibst einen Verkaufsauftrag. Dann werden die Metalle am selben Tag verkauft, entweder das ganze Lager oder Teilbeträge davon oder Teilbereiche davon. Und im europäischen Bereich hast du innerhalb von 4 Tagen wieder das Geld zurück auf dem Konto, egal in welcher Währung, auch Währungen, die momentan noch nicht existieren. Eine weitere Frage war dann nochmal, wie läuft das ganz konkret? Wir hatten das zwar schon, glaube ich, mehrfach mal beantwortet, aber lass es uns an der Stelle einfach nochmal kurz mit einbauen. Wie wird das Gold gehandelt? Kaufe ich das direkt in dem Zollfreilager? Geht das über einen Zwischenhändler? Läuft das über Euro oder läuft das über Schweizer Franken? Das war nochmal auch eine Frage, die uns mehrfach immer wieder mal erreicht hat. Ja, also grundsätzlich nehmen wir als Unternehmen, also AS Consulting, wir nehmen keine Kundengelder an, sondern wir realisieren die gesamte administrative Abwicklung. Das heißt ganz einfach, wir bekommen von den Kunden den sogenannten Edelmetallkauf- und Lagerauftrag. Da ist ja auch die gewünschte Investitionssumme angegeben, die Aufteilung der Edelmetalle. Und dann schauen wir, welcher Händler bietet uns aktuell die besten Kurse an dem Tag. Und dann wird der Händler mit dem Ankauf beauftragt. Unser Kunde bekommt dann direkt von dem Edelmetallhändler aus der Schweiz oder aus Liechtenstein die Einkaufsrechnung mit den gesamten Positionen, die für ihn eingekauft wurden. Er begleicht die Einkaufsrechnung. Und am Tag des Geldeingangs beim Edelmetallhändler muss dieser die Ware an das Hochsicherheitslager übergeben. Und dann bekommen wir vom Hochsicherheitslager die Einlagerungsbestätigung der Materialien. Wir gleichen die dann mit der Rechnung ab und reichen dann die Edelmetallbestandsliste vom Zollfreilager beispielsweise mit der eigenen Lagerplatznummer des Kunden auf Eigentum und Namen des Kunden an den Kunden weiter. Damit schließt sich der Kreislauf, damit ist alles erledigt. Er hat also jederzeitige Verfügungsrecht über das Material. Er kann runterfahren, kann sich das Material holen, er kann sich das versichert liefern lassen, was für deutsche oder österreichische Kunden kaum zutrifft. Das machen hauptsächlich Leute aus Liechtenstein, aus der Schweiz, die sich das Material auch hier mal direkt kaufen und holen. Aber bei den deutschen und österreichischen Kunden läuft es dann einfach über einen Verkaufsauftrag und dann wird das Geld dementsprechend wieder zurücküberwiesen. Was ich immer so merke, ist, dass gerade in Deutschland die Leute das nicht gewohnt sind, mit solcher Art Finanztransaktionen überhaupt in Berührung zu kommen. Man ist es hier gewohnt, sein Geld irgendwie auf der Sparkasse liegen zu lassen. Ja, und wenn es dann weg ist, naja, gut, dann ist das halt irgendwie Pech. Ja, viele haben immer Bedenken, oh, Ausland, Liechtenstein und so weiter, ist das alles legal und so weiter und so fort. Und da muss man einfach klipp und klar sagen, ja, ist natürlich, wir machen ja keine illegalen Sachen, aber man merkt wirklich, dass die Menschen hier so ein bisschen, ja, immer Bedenken haben, wenn es um sowas geht, ne? Die Erfahrung hast du sicherlich auch schon gemacht. Da gibt es andere Länder, gerade USA, glaube ich, und auch Frankreich oder sowas, die gehen da viel moderater mit um. Die haben ganz anderes Standing, überhaupt sich mit Finanzmarktgeschäften überhaupt auseinanderzusetzen, ne? Hier wissen es die wenigsten. Genau. Das ist die Problematik grundsätzlich in Deutschland. Es gibt in Deutschland keine finanzielle Bildung. Also es ist nicht erwünscht, dass die deutsche Bevölkerung über finanzielle Abläufe zu gut Bescheid weiß. Es gibt in keiner Schule, in keiner Universität vernünftiges Finanzwissen, also praktisch einsetzbares Finanzwissen, das hier vermittelt wird. Und daher ist es für die Banken letztendlich oder auch für die Versicherungsunternehmen ein leichtes, diese nicht wissende Bevölkerung hier einfach in diese Kapitalsammelbecken zu locken. Ja, was dann passiert und was dann abläuft, sieht man jetzt im Versicherungsbereich. Die stehen alle mit dem Rücken zur Wand. Das Gleiche ist bei den Banken. Wenn jetzt diese aufgeschobenen Insolvenzen angemeldet werden müssen, wird das mit Sicherheit zu sehr negativen Reaktionen bei einigen Banken führen. Und
Ja, du kennst auch aus unseren Vorträgen, auch aus einigen Interviews, das sogenannte Sanierungs- und Abwicklungsgesetz für Banken. Wenn die Leute nicht sich 9 € investieren oder 10 € und sich das Büchlein kaufen und sich mal durchlesen, was hier die Politik veranstaltet zu Lasten der Bevölkerung, nämlich die komplette Enteignung der Bankkonten in Gesetze gießt, ja, denen ist nicht zu helfen. Die werden einfach in absehbarer Zeit, und der Zeitpunkt ist nicht mehr sehr lange, wie ich es letzte Mal gesagt habe, irgendwo am Montag munter werden und müssen feststellen, dass ihr Geld komplett weg ist, dass sie ihr Vermögen verloren haben. Und ja, du hast Illegalität oder sowas angesprochen. Natürlich wird mit dem Angst gemacht. Ja, Liechtenstein oder ja, egal welches Land noch. Darf der deutsche Bürger sein Geld in jedes Land der Welt überweisen, ohne Einschränkung, und kann sein Geld anlegen, wo immer er will. Es wird mit Sicherheit im Zuge oder im Verlauf dieser Krise wird es zu sogenannten Kapitalverkehrskontrollen kommen, können wir uns vorstellen, die dann einfach Überweisungen ins Ausland ab einer gewissen Größenordnung einschränken. Aber noch besteht die Möglichkeit und noch kann er seine Vermögen im Ausland schützen. Also Vermögen jetzt in diesem EU-Haftungsbereich zu lassen, egal in welchem EU-Land es ist, ist grob fahrlässig, wenn man irgendwo, ja, wie soll ich sagen, wenn man irgendwo sein Vermögen schützen will, dann muss man es aus der EU-Haftungszone einfach rausbringen, weil hier der jederzeitige Zugriff gegeben ist. Und Das wir ist gehen hier ganz den legalen Weg. Also das Geld wird überwiesen, die Metalle werden gekauft, er bekommt seine Lagerbestandsliste. Wenn er es wieder verkauft, geht es wieder auf sein Konto zurück. Ja. Und wenn er das im ersten Jahr des Lagerns wieder zurücknimmt und es sind Gewinne angefallen, ist er gut beraten, diese Gewinne bei der Steuererklärung anzugeben, die sind zu versteuern. Nach einem Jahr hat er die ganzen Edelmetallgewinne vollkommen steuerfrei. Es ist genauso, wie du sagtest, es entsteht keine Bildung oder es wird darüber nicht aufgeklärt. Und genau deswegen denken viele immer, oh Gott, nee, das ist alles zu kompliziert. Ja gut, auf der einen Seite gibt es ja deswegen Ansprechpartner. Wir machen das ja mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren. Und ich möchte sagen, mich nochmal bei denjenigen auch bedanken, die diese Form auch nutzen. Letzten Endes helfen sie sich ja selber. Und du hattest die Charts angesprochen, ganz zu Anfang, die Aktiencharts beziehungsweise überhaupt die DAX-Unternehmen. Wie das korreliert mit 1923. Es ist genau so, wie du sagst, man soll mal in die Geschichte gucken, was genau da passiert ist. Denn da hat man nämlich genau diese Gesetze danach eingeführt, ne? Dass man das Geld nicht mehr woanders hinbringen kann. Es musste im eigenen Land gehalten werden. Das ist ja auch irgendwo logisch. Das würde auch eine Bundesregierung so machen. Ja, weil 1,8 Billionen, glaube ich, hat aktuell der ganze Corona-Spaß dem deutschen Steuerzahler bis jetzt aktuell gekostet. Ja, das Geld muss ja irgendwo wieder herkommen. Und da sind die ganzen Pleiten und Finanzpleiten überhaupt noch gar nicht mit inbegriffen. Und das sollte man sich immer mal wieder klar machen. Wir werden darüber nicht aufgeklärt. Ein Grund mehr, vielleicht für dich, liebe Zuschauer, mal Blaupause TV zu abonnieren, bei uns bei Telegram mal reinzuschauen. Da gibt es nämlich deutlich mehr News, auch als die wir hier jetzt sozusagen in Form von Videos bringen. Da gibt es mit Sicherheit die drei- bis vierfache Menge am Tag, vor allen Dingen an Infos zu allen Bereichen. Das empfehle ich dir mal generell bei Telegram reinzuschauen. Joseph, lass uns abschließend noch über den, ja, wie nennt man das jetzt aktuell? Soft Lockdown, ja, habe ich gehört, so als Kampfbegriff, den Leuten schön sagen, ja, es ist schon alles wieder dicht, aber es ist alles soft. Ist das nicht Ist auch alles so? so, ja, es wird ja immer versucht, von der Politik her die Leute zu beruhigen. Tatsache ist, es läuft letztendlich im Hintergrund eine Agenda ab, die schon bekannt ist, seit letztendlich 2012 aufgefrischt wurde, 2019 im Herbst und dann, ich sage es mal so, in die Endfassung beim Weltwirtschaftsforum im Januar 2020 gegeben wurde. Diese Agenda läuft ab mit dem ersten Lockdown, mit dem zweiten Lockdown. Wie soll man das sagen? Die Weltwirtschaft, die ist einfach irreparabel zerstört und kaputt und die wird kontrolliert nach unten gefahren und dem wird sich keiner entziehen können. Und dann wird das Ganze irgendwo in den nächsten Jahren auf einer neuen Basis gestartet.
Ich versuche es mal so darzustellen. Wir erleben hier ein weltweites Theaterstück. Ja? Und das läuft alles hinter diesem dicken, blickdichten Theatervorhang ab. Dieser blickdichte Theatervorhang ist Corona. Der hält uns davon ab, hier durchzublicken und zu schauen, was hinten auf der Bühne jetzt gerade umgebaut wird. Ja? Wir werden also komplett fokussiert mit jedem Tag rund um die Uhr mit neuen Horrornachrichten und unser ganzer Fokus wird auf dieses Virus gelenkt. Mittlerweile weiß man ja schon, dass dieser PCR-Test komplett unwirksam ist, um hier irgendwas festzustellen, dass die Zahlen einfach hochmanipuliert und gepusht werden, nach dem Motto, je mehr getestet wird, desto mehr haben wir auch positiv Getestete und dann kann man sukzessive alles runterfahren, so wie man es braucht. Ja. Der Drosten, glaube ich, ist noch auf der Suche nach seinem Doktortitel. Er findet den auch nicht. Hier wird also im Hintergrund massiv manipuliert. Man muss mal schauen, auf welcher Gehaltsliste dieser Mann steht. Einfach mal diese Fragen durchleuchten. Da muss ich aber sagen, das Bundesarchiv hat ja gesagt zu Drosten seiner Doktorarbeit, ja, wir hatten schon ein paar Exemplare, aber leider gab es da Wasserschäden. Genau. Ist also quasi nicht mehr auffindbar. Und ich glaube, jetzt erst die Tage haben sie 75% seiner angeblichen Dissertation veröffentlicht. Da gibt es auch ein Strategiepapier, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber da kann man sicherlich von ausgehen, das Wichtigste wird fehlen, genauso wie eben die gesamte Arbeit. Und auch die Anklage läuft gegen Herrn Drosten aus Seiten des Amerika, ja, weil gerade Kanada und Amerika haben ja auch ihren gesamten Lockdown letzten Endes alle wirtschaftlichen Schäden diesem PCR-Test zu verdanken. Da wird der gute Mann aber sicherlich sehr schnelle Schuhe brauchen, würde ich mal vermuten. Ja, ist anzunehmen, dass er da nicht ganz ungeschoren davonkommt, denn wenn er mal in den Fittichen der kanadischen oder der amerikanischen Justiz ist, die ist nicht zu vergleichen mit der deutschen Justiz. Da geht es also richtig ins Eingemachte. Ich wünsche ihm viel Spaß dabei. Ja. Für diese Verbrechen muss einfach eine Anklage her, das kann man nicht anders sehen, das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen und unter die Decke kehren, das funktioniert nicht. Ja, sonst ist hier alles verloren. Und das ist aber auch noch ein bisschen Hoffnung, die wir haben können, das muss ich ganz klar sagen, denn nahezu weltweit sind ja alle Maßnahmen auf diesem Test, also damit steht und fällt das. Wenn jetzt tatsächlich, das kann man nur hoffen, dass die Anklagen sehr, sehr schnell laufen werden, also die Verhandlungen schnell laufen werden und schnelle Urteile gefällt werden in diesem Bereich, denn dann kann tatsächlich noch eintreten, dass dieses ganze Corinna-Thema, das steht und fällt damit. Ja. Es steht und fällt damit, genau, das wäre dann ad acta. Sobald diese Tests weg sind, ist auch Corona weg, ganz einfach, ja. Aber ich sage mal, diese vermeintlichen Weltenlenker brauchen diesen riesen Theatervorhang, den komplett blickdichten keiner mehr durch, weil alle mit Corona in Angst und Schrecken versetzt werden und ja abgelenkt werden. Und im Hintergrund, hinter diesem Vorhang, ist wie bei einem Aktwechsel im Theater, wird ja ein komplett neues Weltbild, eine komplett neue Weltordnung gerade aufgebaut. Ja, das heißt, diese alten Währungen, wir gehen davon aus, der Euro wird diese Krise niemals in dieser Form überstehen. Ja, es wird hier im Hintergrund alles neu gestaltet. Man muss auch schauen, wie wird es weitergehen mit unseren ganzen Freiheitsrechten. Haben wir, wenn dieser Vorhang dann irgendwann in den nächsten Monaten abrupt aufgerissen wird und wir ganz, ganz abrupt mit diesem neuen Bild, mit diesem neuen Weltbild konfrontiert werden, gibt es dann unsere Freiheitsrechte noch oder sind die so eingeschränkt vielleicht über digitale Währungen, dass wir komplett überwacht werden mit allem, was wir tun. Man muss sehen, was die hier im Hintergrund aufbauen. Wer hin und wieder einen kleinen Blick dahinter wirft, der kann das schon erahnen. Wir sehen es also so, dass hier, wie du es vorhin schon mal angesprochen hast, dass hier ein kompletter weltweiter, ich sage mal so, zerstörerischer und sogar mörderischer Sozialismus aufgebaut werden soll. Und die Leute werden hier bis zum Schluss davon abgelenkt und plötzlich, wie gesagt, wird dieser Vorhang weggerissen und dann werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt. Und genau diese Indizien dafür gibt es ja immer mehr. Ja, in Australien hat ein Regierungsabgeordneter mal im Parlament gefragt, ja, für wen sind denn eigentlich diese ganzen Lager?
Ja, für welche Menschen sollen die denn eigentlich sein? Die Freiheitsrechte dort sind noch viel krasser eingeschränkt, als das bei uns der Fall ist, mit Drohnenüberwachung und so weiter. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Du sprachst es auch von neuen Währungssystemen, sprich digitaler Euro, wieder zentral, nicht dezentral, ja, wie das beim Bitcoin vielleicht der Fall ist und so weiter und so fort. Und auch hier kommen die Stimmen immer mehr hoch. Naja, wer sich nicht impfen lässt und diesem, ja, diesem soften Zwang nicht unterliegt, ja, der darf dann eben halt nicht mehr sich frei bewegen. Das geht dann eben halt einfach nicht mehr. Und das ist dann auch die Frage natürlich, inwieweit hat das wirklich noch was mit wahrer Freiheit zu tun? Herzlich wenig, wenn man mich fragt. Ja. Ja, wir haben einfach die Hoffnung, auch in den Gesprächen untereinander mit unseren Fachleuten, es ist ja ein physikalisches Gesetz, Druck erzeugt immer Gegendruck. Ja? Und irgendwann, denke ich, wird der Gegendruck in der Bevölkerung so groß, dass der Deckel hier wegfliegt und dass vielleicht dieses ganze Ziel dieser Weltsozialismus hier nicht mehr realisiert werden kann. Aber hier müssen noch einige Leute, ich sage es nicht gern aufwachen, sondern sich einfach informieren, was hier tatsächlich abläuft. Es läuft ja in Deutschland nur noch Meinungsbildung. Es werden ja keine Tatsachen mehr akzeptiert. Du kennst ja den Spruch von mir, verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen, meine Meinung steht fest. Ja, Tatsachen werden einfach vom Tisch gewischt, es werden nur Meinungen gebildet und das ist ein Weg, da kann ich mit der Bevölkerung letztendlich, die kann ich hinsteuern, wo ich will. Aber was wir auch mit diesem Lockdown sehen, es werden immer mehr Menschen von diesen Maßnahmen negativ betroffen. Das heißt, wir haben immer mehr Kurzarbeiter, wir haben immer mehr Arbeitslose, wir haben massiv Insolvenzen, wo also Firmen zerstört wurden, die über Jahrzehnte, vielleicht über Generationen aufgebaut wurden, nur durch diese Maßnahmen, die wir Politiker eingeleitet haben, aufgrund, ich sage es nochmal, nicht verifizierbarer Zahlen und Tests. Ja. Und irgendwann wird die Masse der Nicht-Betroffenen so groß, dass sich die dieses Ganze nicht mehr bieten lassen und dann fliegt der Deckel weg. Es ist immer, Deutschland ist ja ein sehr, die Deutschen sind ein sehr, sehr gutmütiges Volk, mit denen kann man sehr lange alles machen, aber wenn denen die Hutschnur platzt, dann platzt die gewaltig und dann möchte ich nicht in der Haut irgendwelcher Verantwortlichen stecken. Mich hat gestern noch eine positive Nachricht erreicht. Ein Bekannter hat sehr gute Kontakte und viele Kontakte vor allen Dingen auch tatsächlich zu Unternehmern aus der Gastronomiebranche, möchte ich es jetzt mal nennen. Ja. Und auch die, da hat er berichtet, ja, die haben jetzt den ersten Lockdown März, April gerade so überstanden und jetzt von Woche zu Woche wird sich so gerade mit den Kosten ja hingehangelt, dass es geht. Und da kam auch so die Meldung von sehr vielen, wie ich das mitbekommen habe, Gastronomen, die haben das mal, ich versuche es jetzt mal soft auszudrücken, ja, da werden die Messer schon gewetzt. Also da ist auch ein Bewusstsein schon da. Es zeigt sich natürlich leider im Außen noch nicht. Das ist das Tragische. Das sehen wir ja auch an dem Busfahrer jetzt, der zum Beispiel die Maskenpflicht dort einfach mal selber gesagt hat, nee, machen wir nicht. Ja, dem ist jetzt der Führerschein entzogen worden oder sowas. Ja, da geht die Strafe noch. Wenn aber alle Busfahrer sagen, so, wir machen das Spiel nicht mehr mit, dann muss man reagieren. Und solange es immer nur Einzelfälle sind, wo Menschen sagen, so, bis hierher und keinen Meter weiter, ja, kann man natürlich immer da noch mit in sogenannter Willkür arbeiten. Wenn das aber dann natürlich, und das haben wir ja beide sogar schon im April, glaube ich, gesagt, was gebraucht wird, ist ein kollektiver Aufstand der Unternehmer. Die Genau. einfach hinterfragen, Moment Das mal, meine jahrzehntelange aufgebaute Firma mit so und so vielen Angestellten geht jetzt den Bach runter, aufgrund ja. von Zahlen, die überhaupt gar nicht mehr verifizierbar sind, die einfach nur schön gerechnet werden. Die braucht es, ja. Also die Macher in diesem Land, die wieder sagen, nee, jetzt ist Schluss. Genau, jetzt ist gut, jetzt gehen wir in eine andere Richtung. Ja. Und ich glaube, es braucht hier nicht viele, es braucht nur einzelne Branchen. Die am besten betroffen ist ja die ganze Touristik- und Gastronomiebranche. Wenn sich die heute zusammenschließen und sich wieder bewusst werden oder nicht teilen lassen, sich wieder bewusst werden, was die gemeinsam alles bewerkstelligen können, wenn die hier mal richtig Gas geben, dann denke ich, muss die Politik mit ihren Maßnahmen in die andere Richtung rudern und das relativ zügig. Und Also das es Ganze wäre geht nur auch mit einem wünschenswert, friedlichen dass sich hier die Aufstand, Leute ja. einfach Ja. zusammentun und gemeinsam hier dem ganzen Wahnsinn hier Paroli bieten. Ja.
Und wie gesagt, man sieht es ja auch an den Veranstaltungen diverser Gruppen sozusagen, die in vielen Städten stattfinden. Die Leute haben die Nase voll. Gerade in Österreich haben mich sehr viele Nachrichten erreicht. Da ist jetzt auch wieder die nächste Großveranstaltung geplant. Also es werden immer mehr. Also man kann jetzt mal abgesehen vom März, April schon sagen, es passiert auf jeden Fall etwas. Und das ist gut, weil man merkt schon, dass auch sogar im Mainstream immer wieder Artikel auftauchen. Also der Gegenwind gegen die aktuelle Regierung ist auf jeden Fall da. Und man kann jetzt nur hoffen, dass die wirklich letzten Endes den kompletten Verlust ihrer Macht erleiden und der Volkssouverän wieder auftaucht auf der Bildfläche. So wäre das wünschenswert, ja. Kann Wäre man wünschenswert, ne? Ja. ja, Wünschen wir allen Menschen da draußen. Joseph, wir wollen es ja nicht zu lang ziehen. Hast du noch aktuelle Informationen, etwas Wichtiges, wo du sagst, muss jetzt in diese aktuelle Sendung noch mit rein? gut, was muss ich in diese Sendung noch unbedingt mit rein? Ja, du hast ja gesagt, für die Unternehmer machen wir eine eigene Sendung. Ja, die sollten wir relativ zügig machen, weil jetzt mit diesem Lockdown spitzt sich ja die Situation für die Unternehmer wieder massiv zu. Sie werden vielleicht in Kredite gejagt, die sie vermeiden sollten. Das Ego der Unternehmer oder der Einzelunternehmer ist auch vielfach so gelagert, dass die ja unbedingt der Meinung sind, das Unternehmen mit auf Biegen und Brechen hier durch diese Krise zu bringen. Es wird nicht funktionieren, denn das ist einfach beabsichtigt, hier dieses Wirtschaftssystem, dieses Finanzsystem komplett runterzufahren, und hier wird auf Kollateralschäden nicht geachtet. Also lieber einfach mal das Unternehmen stilllegen, 3, 4 Monate ruhen lassen, mal in sich gehen und sich vorbereiten auf den Neustart nach diesem Sturm, der sich hier zusammenbraut, und der, wenn der über uns drüber gefegt ist, dann hat er eine vernünftige Basis für einen Neustart. Aber nicht, wenn er jetzt das Unternehmen so langsam den Bach runtergehen lässt. Einfach mal hier einen Cut machen, abwarten, mal 2, 3 Monate nichts tun, das Ganze genießen, von der Seitenlinie aus das ganze Spiel beobachten und dann neu durchstarten. Denn wir brauchen Leute, ob wohlhabende Privatpersonen, ob Unternehmen, die nach diesem Sturm in der Lage sind, hier wieder was aufzubauen und hier wieder was gerade zu stellen. Und wenn hier alles komplett kaputt ist, keine Vermögen in Sicherheit gebracht wurden, dann ist dieser Neustart nicht möglich. Das können nur Unternehmen, die hier ihre Vermögen jetzt sichern, jetzt schützen, und dann können die hier nach diesem Sturm neu aufbauen. Gott sei Dank sehen wir ja an den Anfragen, die uns erreichen und natürlich auch die dich erreichen, sehen wir ja, dass immer mehr Menschen auch diese Möglichkeit des Schutzes des Vermögens jetzt auch wirklich in Angriff nehmen. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ja, wir machen jetzt gleich im Anschluss sogar, werden wir die Sendung machen für die Unternehmer. Ich wollte es jetzt ein bisschen getrennt halten, weil wir natürlich auch sehr viele Privatleute haben, die das jetzt schauen, und für die ist das vielleicht jetzt was für Unternehmer Interessantes gar nicht so entscheidend wichtig. Und deswegen werden wir jetzt nochmal gleich im Anschluss eine gesonderte Sendung machen, und die werden wir auch gleich nächste Woche dann auch online stellen. Denn auch da erreichen uns tatsächlich immer wieder Anfragen, ja, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Und auf diese Fragen wollen wir natürlich eine Antwort geben. Joseph, dann erstmal herzlichen Dank bis hierhin für deine heutigen Ausführungen. Und wir sehen uns ja dann sozusagen gleich wieder. Alles klar. Danke, Patrick. Immer wieder gerne, und bis dann und bis zum nächsten Mal. Servus. Lieber Zuschauer, genau. Vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit. Wenn du den Joseph erreichen möchtest, schick uns bitte einfach eine E-Mail. Wenn du es alleine über den Weg machen möchtest, bitte gib auch Blaupause TV als Tippgeber an. Ja, wir bekommen da eine kleine Abschlussmarge oder eine Vermittlungsmarge, aber wir finanzieren unseren Sender dadurch. Wir betteln nicht um Spenden, sondern wir versuchen immer eine Gegenleistung sozusagen zu erbringen, eine Win-Win-Situation zu erreichen. Dazu kannst du dich auch gerne mal bei uns auf dem Shop umschauen. Schauen. Auch da erreichen dich immer wieder interessante Angebote, die du wahrnehmen kannst oder eben auch nicht. Ansonsten bleibt mir zu sagen, ja, Telegram bitte abonnieren, ganz wichtig, dort gibt es sehr viele Informationen. Und wenn auch du ein Zuschauer bist von den 80%, die bei uns bei YouTube noch nicht abonniert haben, so bitte ich dich, das vielleicht dort auch nochmal nachzuholen, denn in der Tat hilft das tatsächlich noch in der Verbreitung. Und wie du ja sicherlich merkst, haben wir wichtige Informationen oft tagesaktuell, die sollten nach unserer Meinung auch sehr viele Leute erreichen. Und für alle die, die das schon tun, herzlichen Dank dafür. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.